When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. So, ich habe jetzt den Tisch gedeckt. Jetzt packe ich die Torte aus. Die habe ich euch ja gar nicht gezeigt, glaube ich. So sieht die Torte aus. Spider-Man hat er sich gewünscht. Ja, seinen Namen und der 8. So, dann machen wir noch die Kerze drauf. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Alexandro, happy birthday to you. Dann kannst du auspusten, Schatz. Super! Warte, ich muss klatschen. Warte, ich muss klatschen. Warte. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, zum Geburtstag. Du bist jetzt 8 Jahre alt. 8 Jahre alt! Aua! Party! Guck mal, da hast du noch Geschenke von Ermin und Mama. Guck mal. Spider-Man-Unterwäsche. Zwei Unterhemden. Und da ist noch eine Kleinigkeit. Na, weil hast ja schon bekommen, dein Drift-Scooter. Was ist das? Noch ein Controller. Hast du dir doch gewünscht, ne? Für die Playstation. Cool? Nee, das sieht ja anders aus. Ja, das ist ein anderer. Sieht der ja cool ist aus. Ein Mikrofon. Das weiß ich. So, sollen wir frühstücken? Mhm. Guck mal, ich habe auch diese Stange geholt, die du magst. Diese Rolle. Willst du die oder ein Brötchen? Die. Ja, das ist danach, Schatz. Das ist Nachspeise. Was möchtest du zuerst? So eine Rolle? Mhm. Okay, dann hauen sie rein. Setz dich bitte richtig hin. So ist richtig. Beide gleich cool. Mhm. Mit welcher willst du spielen? Mit der neuen? Hey, guck mal, hier ist ein größerer Mikrofon, hier ist ein kleiner. Mm. Sehr interessante Dinge erfahre ich da. Nochmal, echt keine Ahnung von PlayStation und Nintendo und sowas. Früher habe ich mir immer gedacht bei meiner Mutter, boah, Mama, ey, warum weißt du das nicht? Und jetzt heutzutage bin ich Mutter und das interessiert mich gar nicht, so Nintendo und PlayStation. Da sage ich, Ermin oder dem Heiko, macht das, kümmert euch drum, ich will mich da gar nicht einmischen. Das interessiert mich gar nicht. Ja, wie seid ihr so? Seid ihr so PlayStation, Nintendo, seid ihr so mit drin? Kennt ihr euch auch so technikmäßig? Also, ich will mich da gar nicht mit befassen. Das ist für mich uninteressant. Darf ich den Kuchen schneiden? Ja, klar. Aber mach nicht ganz, ne? Guck mal. Hier ist die Hälfte, warte. Also. Und dann kannst du kleine Stücke schneiden immer, ja? Mhm. So kleine. Mit Vanillegeschmack. Wolltest du ja. Ich bring mal eben den Kuchenheber, damit wir dieses rausholen können. Schneid einfach zwei Stücke für uns erstmal. Und, schmeckt die? Mhm.
welche Späte? Mhm. Nee. Herzliche Glückwünsche. Danke. Wollt ihr auch noch eine, ne? Ach doch. Ach doch. Bravo, Gabi, mein Geroschke, sie der eine Schleife. Ein Druckklass nach jenes. Ja, Maria kriegt auch ein Stück Kuchen. Maria kriegt auch ein Stück Kuchen. Also ich habe mir gedacht, wohin mit der ganzen Torte, aber die ganze Torte ist schon weg. Das ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Ein Stück für Erwin und hier so ein bisschen was hier kaputt gegangen ist. Ich konnte die Torte gar nicht richtig schneiden. Die war schon so, ja, die war halt nicht mehr so richtig kühl. Dadurch, dass die halt so warm war, konnte man die nicht mehr richtig schneiden. Hier habe ich ein Stück für Mama mit Maria. Können die ja dann noch schneiden, weil wenn ich die schneide, sieht es dann so aus. Das habe ich für die Saida fertig gemacht und dann habe ich gerade meiner Nachbarin von unten auch noch 4 Stücke gegeben, weil die sind 4 Personen. Ja, und somit ist die ganze Torte weg. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 2 Uhr. Wir haben vorhin schön gefrühstückt, wir haben die Torte angeschnitten und das habt ihr ja jetzt gesehen. Alexander hatte um 1:15 noch eine Videokonferenz mit seiner Klasse. Total süß. Da haben wir dem Happy Birthday vorgesungen. Ja, jetzt ist sein Freund hier. Die spielen ein wenig. Ich habe jetzt hier ein bisschen die Küche aufgeräumt. Und die Brandless Box ist heute gekommen. Die wollte ich euch noch zeigen. Wir haben hier von Dr. Oetker Galette 1 Minute Creme Pudding Vanillegeschmack mit kalter Milch zubereiten. Dann von Neo, only 1 Gramm Sugar, only 1 Gramm Sugar, ja. 3 Stück sind da drin, die waren letztens auch schon mal drin. Dann haben wir von Hafervoll Minis, Veggie mit Kirschmandel. Von Romy, keine hat mehr Kokos, Kokos-Schokocreme. Hört sich lecker an. Was haben wir hier? Da ist ein Kaffee. Neu. Ja, ist Kaffee mit dem Riechloch. Ja, Kaffee auf jeden Fall. Einmal das Gestrüpp hier weg. Dann haben wir hier von David ein Bulgur. Zweimal Bulgur. So, hier sind so Drops. Was ist das denn? Von Chef Series Flavor Drops Mango. Ein Kinderjoy von Erasco, eine griechische Reispfanne mit Gyros und Paprika in der Dose. Okay, auch nicht schlecht. Ah, die ist aber echt befüllt diesmal. Dann haben wir hier Gartenerbsen von Sirio. Hier haben wir so Basilikumpesto mit Bergkäse, Sonnenblumenkernen und nativen Olivenöl extra. So Knäcke-Dinger. Hallo, überfallen! Habt ihr geholt? Ja. Super, dann guten Appetit. Mayo Ketchup ist im Kühlschrank, wisst ihr Bescheid, ne? So, dann haben wir hier ein Bierchen von Heineken. Mal gucken, ob der Ermin das trinkt, sonst wird das weiter verschenkt. Und hier ist noch ein Getränk. Bio Landpark Granatapfel Acai. Genau, das war die Brand News Box. Unten in der Infobox wisst ihr, ist der Link dazu. Da habt ihr auch einen Rabatt für die erste Box. Wenn ihr die mal abonnieren oder probieren wollt, könnt ihr unten in meiner Infobox finden. Oh, man will bei dem Wetter gar nicht aufstehen. Was ist denn das bitte für ein Wetter? Nur am Regnen. Ich habe gestern die Kissen gewaschen, unter anderem auch die hier. Ich finde, die werden nach einer Zeit so richtig schmierig. Also ich ekel mich da selber vor, dann meinen Kopf da drauf zu haben. Aber jetzt riechen die wieder schön frisch. Hier kann man auch den Bezug nicht abmachen. Also man muss das ganze Kissen in die Waschmaschine reinstecken.
Aber wenn man die wäscht und dann wieder ein bisschen schön durchbürstet, dann sehen die wieder frisch aus und riechen gut. Hier konnte man die Bezüge abmachen. Die habe ich gestern so gewaschen. Ja, wie gesagt, ich bürste die dann immer. Genauso wie die Fellteppiche. Oh. Die Fellteppiche, die bürste ich auch immer. Damit die schön flauschig sind. Flauschi, flauschi. Gib her, was denn? Warm. Was hast du damit gemacht? Deine Zunge draufgelegt. Okay, komm mal her, ich will dir was zeigen, Schatz. Gib mir. Guck mal. Ich zeig dir mal was ganz Cooles. Ist das jetzt meine Kamera? Nee, ist nicht deine, ist meine. Ich will dir aber was zeigen. Komm mal her zu Mama. Auf die andere Seite, dann kann ich da drauf drücken. Ich will dich mal hier hin, genau. So, guck mal, jetzt ist das richtig cool. Zeig dir was Cooles. Da kommt das Foto direkt raus. Aber wir müssen jetzt so machen. Mach das mal ganz lange und gleich kommt das Foto. So wackeln. Hier unten anfassen oder unten und so wackeln. Genau, damit da Luft reinkommt, damit es trocken wird. Und gleich siehst du uns, wenn du da drauf guckst, siehst du uns gleich. Weil jetzt sieht man gar nichts. Zeig mal, guck mal her kurz. Da sieht man nichts. Und gleich, als würde man zaubern, mach mal weiter. Man sieht. Ja, weiter. Das ist wie zaubern. Noch besser gleich. Mein Schatz. Ja. Schüttel du mal. Mach ich. Kann man ja schon mal zeigen, dass man schon mal sehen kann. Wo ist die Kamera? Die habe ich wieder reingetan. Die brauchst du nicht. Das ist Mamas Kamera. Nee, nee. Nun ist der ganze Film gleich schon leer. Aufhängen? Oder am Kühlschrank? So, wir haben jetzt hier noch ein paar Hausaufgaben gemacht oder sind jetzt gerade noch dran, Hausaufgaben zu machen. Aber er ist wirklich sehr schnell und versteht das auch sehr schnell, arbeitet auch das schnell ab. Also, ja, läuft ganz gut. Ja, er ist ja gestern und heute nicht zur Notbetreuung gegangen wegen seinem Geburtstag. Und heute muss ich auch nicht arbeiten. Von daher kann er hier bleiben. Und es kamen auch irgendwelche Kommentare. Ja, geh doch arbeiten. Nimm doch einen ganz normalen 8-Stunden-Job am Tag. Dann musst du hier nicht so dich rumärgern. Also ich arbeite für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Und mache YouTube nebenbei und verdiene dadurch ja, mein monatliches Gehalt. Mit beiden Sachen. Ja, bitte. So, Schatz, du kannst schon mal die Tapioca-Perlen reinmachen. Wie viele du möchtest. Tapioca, so heißen die. Guck mal, die nimmst du raus und machst die rein. Einen für dich, einen für mich. Guck mal, wie viele du möchtest. Und ich misch die Milch. Reicht, Schatz. So, Mama nimmt die 1,5% Milch. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das erzählt, Leute. Ich hatte richtig Probleme, nachdem ich Milch getrunken habe. Schon fertig. Tschüss. Ja, super, dann nimm mit, Schatz. Nimm mich. Nimm mit. Nehm ich. Ich habe nur keinen Strohhalm so groß, ne? Du brauchst noch ein Löffelchen.
für die Perle. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt hatte. Immer wenn ich die 3,5% Milch getrunken habe, habe ich richtig Magenkrämpfe gekriegt und musste danach auch auf Klo. Und dann hat Ermin mir gesagt, probier mal die 1,5% Milch. Und es liegt tatsächlich daran, mit der 1,5% Milch habe ich das Problem nicht. Da habe ich keine Magenbeschwerden. Ja, unser selbstgemachter Bubble Tea. 4 Bleistifte. Schön. Was denn mal für die Schule? Ein Heft. Schulheft steht da drauf. Schön. Guck mal, hier ist mein Gesicht sauber. Wir sind gerade Driftbike gefahren draußen. Das ist total matschig gewesen. Mein Schatz, das ist voll mit Matsche. Warte mal. Hier noch. So, jetzt kannst du weitermachen. Buntstifte! Hey Mama, die Gebung ist saftig. Ja. Aber andere Schrift. Ich finde die richtig gut. Die hatte ich früher auch. Die sind gut. Damit kann man sogar Hausaufgaben so, wenn man so korrigieren, ne? Ja, Hausaufgaben so wegradieren. Der ist mega stark. Und? Kreide? Knete. Ach so, Knete! Knete, ja! Kann ich wieder kneten, ja! Gummibärchen, Haribos, ja, die mag ich. Ja? Und Schokolade. Von wem hast du das bekommen? Von den Nachbarin. Ja, war gerade vor der Tür, ne? So, danke. Wir waren gerade draußen Driftbike fahren, aber es ist alles so nass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir sind jetzt ein bisschen am Kneten mit der neuen Knete. Du nicht. Du. Kleine Maus. Hä? Ja, bitte. Aufzug. Ich hoffe, das geht weg vom Tisch. Hier sind voll die Flecken. Oh, ich bin so müde. Ich muss gleich noch kochen. Um 20 nach 4. Ich fange um 5 Uhr an. Um 5 Uhr fange ich an zu kochen. Dann kommt der Ermin. Dann mache ich Hähnchenbrust im Backofen. Das nennt sich nicht Hähnchenbrust. Das ist so, also das ist so dünner. Die nennen das Hähnchenschnitzel. Aber die sind noch mit der Haut. Nicht, Mausi, nicht hier auf dem Teppich. Das bleibt dann im Teppich und dann kriegt man es nicht mehr raus. Nee, das ist auch nicht zum Rumwerfen. Das ist hier zum, ne? Kannst du mit basteln, aber nicht durch die Gegend hier werfen. Also witzig finde ich das gerade gar nicht. Wie sehe ich aus? Durch den Schatten. Naja, jedenfalls, ich zeige euch die gleich mal. Beim türkischen Laden heißen die Hähnchenschnitzel. Aber die sind halt nicht wie so Hähnchenbrust, sondern die sind halt etwas dünner. So, bis später. Leute, ich muss euch noch was erzählen. Und zwar, wisst ihr ja... Ja, mach! Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel